Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Wrath of the Lich. Diesmal nicht Rebirth, aber dafür in der Eternal Edition, in der Version 1.66, haben wir ja schon mal gespielt. Letztes Mal war das ein bisschen ziemlich frustrierend, deswegen jetzt auch, ich habe das glaube ich einen Monat nicht gespielt, aber diesmal versuchen wir es einfach nochmal, natürlich wieder im Hard Mode. Und ich würde sagen, wir nehmen diesmal einfach Judas, auch wenn der natürlich schneller sterben wird. Jetzt ist meine Maus im Weg. Oh, du blöde Maus, geh weg, ich hoffe man sieht sie da nicht, wo sie jetzt ist. Und ich muss ja leider mit Tastatur spielen. Aber wir versuchen einfach mal unser Bestes mit diesem Spiel. Und ich weiß gerade nicht, wie man alles macht. Aber gut, dass hier nochmal alles erklärt wird. So, okay. Dieses Spiel, das kann ziemlich interessant werden. Aber wir schauen mal, wie schnell wir sterben, beziehungsweise wie weit wir kommen. Auf jeden Fall sollten wir als Judas... Oh Gott, da hätten wir schon fast unseren ersten Hit bekommen. Hey, hier ist irgendwie alles viel schneller und komischer und alles merkwürdig. Okay, Maps Hürde ist aber schon mal sehr geil eigentlich. Das ist auch okay. Mit Judas sollten wir auf jeden Fall jedes Mal einen Devil Deal bekommen. Das ist auch die einzige Sache, warum ich jetzt Judas spiele. Auf jeden Fall, wer die Eternal Edition noch nicht kennt, die ist neu. Also die hat man automatisch bekommen als Update, sobald man überhaupt das alte Isaac hatte. Yay, ein kostenloses Update. Das gibt es ja heutzutage auch nicht mehr so häufig. Beziehungsweise war das halt sogar ein DLC, würde ich mal meinen. Ist halt ein Hard-Modus dazugekommen. Oh Gott. Und in diesem Hard-Modus gibt es spezielle Gegner. Mehr ist, glaube ich, gar nicht geändert worden. Und zwar, diese speziellen Gegner sind so schön weiß. Das sind die Eternals Editions von den ganzen Gegnern. Und die haben coole Effekte. Naja, mehr oder weniger coole Effekte. Die sind ganz schön assig, wollen wir das mal so sagen. Und die gibt es leider auch als Bosse. Und die haben dann halt andere Muster, haben meistens mehr Leben als... Oh, eine Hatterpille, sehr geil. Haben meistens mehr Leben als die normalen Formen. Oh. Und, wie gesagt, können auch mehr. Hör mal auf, deine Spin zu machen. Das gefällt mir nicht. So eine Superform habe ich auch noch nie gesehen. Von daher sind wir mal gespannt, was wir hier noch so für Superform bekommen werden. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal in den Shop rein. Und ich frage mich gerade, warum wir so rot werden. Oder sind wir von Anfang an so rot? Scheinbar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gucken wir mal in den Shop. Da haben wir eine Karte, die wird uns sehr doll helfen. Wir kaufen uns auch gleich nochmal die Bombe und das. Und das war, glaube ich, das Health-Up-Ding, oder? Nee, hatten wir noch nicht. Bad Gas, okay. Macht nichts. Da würden wir ein paar Bücher bekommen. Die brauchen wir nicht, weil wir haben schon unser Buch, das wir eigentlich begehren. Und unsere Bombe könnten wir dann eigentlich für den Geheimraum noch einsetzen. Wir müssen halt echt alles mitnehmen, damit wir später stark genug sind. So, noch ein bisschen Geld. Okay, das können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. Haben wir zumindest wieder über 15 Münzen. Okay, die brauchen wir nicht. Und über 15 Münzen bedeutet, wir können auf jeden Fall in der nächsten Ebene dann auch in den Shop. Sobald wir... Ah ne, wir haben sogar einen Schlüssel. Ja, gut. Wir bräuchten vielleicht noch einen zweiten, um dann in den goldenen Raum noch zu kommen, aber bis hier passt das ganz gut. Ich hoffe einfach mal, Pin ist keine super Form. Nein, Pin ist die normale Form, das finde ich sehr gut. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen stärker hier. Dann sollte Pin auch kein Problem sein, weil die Superversion von Pin, mit der habe ich echt Probleme. Aber ich glaube, mit jeder Superform werde ich Probleme haben. Das Schöne ist, in diesem Spiel kann Pin sich noch selber treffen mit, seinem Rotspei-Zeug da. Oh, oder kann uns treffen, macht er aber nicht, weil er nett ist. Noch ein Lebensupgrade. Lebensupgrades als Judas sind sehr nett. Okay. Wir haben zumindest schon mal die erste Ebene überlebt. Vielleicht schaffen wir ja diesmal Mams Herz oder so. Das wäre ja mal ganz schön. Dann würden wir nämlich neue Errungenschaften freischalten. Und wenn ich ehrlich bin, möchte ich sogar alle Errungenschaften haben. Guck mal, die Map zeigt die Geheimräume an. Ist das bei Rebirth auch so? Zeigt die Map da die Geheimräume an? Weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte immer nicht, aber okay, scheinbar schon. So, hier hätten wir ein paar Pillen, eine Bombe. Die Pillen will ich ehrlich gesagt nicht haben. Wir nehmen mal die Bombe, damit wir in den Geheimraum kommen können. Gut, ich habe hier drei Münzen. Hat sich jetzt nicht so doll gelohnt, weil die Bombe hat auch Geld gekostet. Aber okay. Dafür freut sich der Shopkeeper, dass er sich endlich aufgehangen hat. Wenigstens einer, der... Oh Gott, einer, der glücklich ist. Oh, na genau. Der kann da einfach durchlaufen. Okay, da haben wir ja gar keine Chance mehr. Hilfe! Der macht einfach alles kaputt! Oh, da teilt er sich noch auf. Oh nein. Zieht auch noch ein ganzes Leben ab? Ich hoffe mal nicht. Oh, ich hätte jetzt gerne mein Buch. Okay, der ist tot. Genau, aber die Eternal Editions, was nämlich cool an denen ist, ist, dass sie zumindest... Ach Gott. Immer so ein Eternal Heart auch noch liegen lassen, zumindest häufiger mal. Oh Gott. Das war nicht schön. Der hat ja einfach alles kaputt gemacht. So ein Bastard. So, das weiße Herz merken wir uns einfach mal. Hoffentlich. Oh, nee. Das war schon mal nicht schön eben. Ja.
Und da es das alte Isaac ist, kann man sowieso endlos endlos viele Leben haben. Beim neuen Isaac geht das ja nicht mehr, da kann man nur noch höchstens 12 Leben haben, aber hier in diesem Isaac konnte man noch endlos Leben haben. So ein paar Bomben, die nehmen wir gerne mit, warum nicht? 5 kostenlose Bomben. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlüssel. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwo einen. Ich bin mal gespannt, was hier echt noch für Eternal Editions kommen von den ganzen Gegnern. Aber schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon rote Herzen verloren, das ist nicht gut. Nee, ist eigentlich egal. Wir bekommen ja trotzdem unseren Devil Deal. Und den können wir sogar einlösen, weil wir halt ein paar Lebensupgrades bekommen haben. Oh, das ist geil. Das passt eigentlich gerade richtig gut alles. Und wir kriegen ja auf jeden Fall den Devil Deal, weil wir das Buch haben. Und wer Bodesh bei Boys einsetzt, was nicht mal eine Eternal Edition ist, das finde ich gut. Denn der als Eternal Edition ist auch richtig nervig. Da springt er dann 5-mal hintereinander und schießt dabei auch noch. Das ist echt richtig nervig. Aber so geht er. Die normalen Formen sind alle okay. So, noch eine Karte für uns. Justice. Können wir auch gerne mal einsetzen. Noch ein blaues Herz. Okay. Ist ganz cool. Und Gabis Paw. Gabis fucking Paw. Dann hätten wir keine blauen Herzen mehr, aber wir könnten uns halt neue holen. Ah, aber Gabis Paw ist natürlich ein Space-Item. Aber es ist ein Gabi-Item. Und Gabi werden konnte man hier ja, glaube ich, auch. Ja. Das heißt, wir können das mitnehmen, könnten dann zumindest aus 6 Herzen 9 Herzen machen. Obwohl, war gar nicht so, oder? Man kriegt pro Ding nur 2 blaue Herzen in diesem Spiel. Ich glaube, bei Rebirth ist das nur, dass man 3 bekommt pro Herz. Von daher lassen wir das, glaube ich, hier, aber... Bloody Lust ist natürlich auch cool. Aber es kostet so viel. Lassen wir lieber da. Vielleicht nicht mal da, aber nehmen nochmal kurz das Eternal Heart mit und dann sind wir erstmal glücklich. Wir haben sogar Schlüssel bekommen. Ach, eben wegen Justice oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh nee, die Träume. Oh Gott. Okay, die ist ganz schön spät explodiert. Macht nichts. Wir können jetzt sogar noch. Wir können das hier erstmal aufsprengen. Oh, wir haben ja noch richtig viel. Wir können auch voll viel machen. Hoffentlich sprengt das weit genug. Jo. So. Das Schöne ist, Judas ist von Natur aus relativ stark. Das heißt, wir werden nicht das Problem haben, das wir mit Isaac hatten. Dass wir am Ende zu schwach waren, um irgendwas zu töten. Aber okay. Und das ist nämlich auch noch hier. Wenn, das war eben noch eine normale Bombe. Und wenn man die dann berührt, dann kann es sein, dass sie zu so einer Trollbombe werden. Und das ist nicht nett. Und das ist auch nicht nett. Wieso kommen hier nur blöde Gegner? Oh nein, mein schönes blaues Herz. Egal, dafür haben wir das Eternal Heart. Waren wir jetzt eigentlich schon im Geheimraum? Ja, oder? Ja, waren wir. Da waren die 3 Münzen drin. Naja gut, dann haben wir also 4 rote Herzen und 2 blaue. Und wir haben ganz schön viele Bomben. Wir könnten eigentlich nochmal nach einem Supergeheimraum suchen. Okay, da haben wir schon gefunden. Das ging ja einfach. Was haben wir hier? Oh! Das ändert alles. Das ist nämlich ein Gabi-Item, müsst ihr wissen. Ah, wir kommen nicht mehr da rein. Nein! Okay, dann hätte ich nämlich Gabis Paw doch mitgenommen. Wenn ich gewusst hätte, dass wir hier schon ein Gabi-Item finden. Ah, egal. Wir haben immer noch die Chance, Gabi zu werden. Also 2 Gabi-Items von Anfang an wäre schon recht nice eigentlich gewesen. Okay, der ist voll schnell gestorben, obwohl das eine Eternal Edition war. Wundert mich. Aber finde ich nicht schlimm. Aber ich glaube, die Map wird uns auch richtig doll helfen. Dann müssen wir wenigstens nicht in unnötige Räume reingehen. Obwohl man natürlich alles mitnehmen sollte in dieser Mod. Außer natürlich den Schaden, den ich hier gerade vehement einstecke. Naja. So. Ne, für euch setze ich mein Buch nicht ein. Ihr könnt mich mal... Ah, der hat sich verwandelt. Süß. Nein, gleich wird er zum Schmetterling. Nein, er darf nicht zum Schmetterling gehen. Aua, werden. Meh, ich verliere gerade wieder viel zu viele Leben. Aber in diesem Spiel ist auch diese Ausweichmechanik so ganz anders. Das ist sowas von blöd. Also wenn man eigentlich nur Rebirth gewohnt ist, obwohl ich ja auch ein paar hundert Folgen in diesem Isaac hatte, auf jeden Fall, wenn man Rebirth gewöhnt ist, dann ist das schon eine Umstellung. Ah, die blaue Kerze. Die ist eigentlich sowas von stark, aber ich will mein Buch behalten. Es tut mir leid. Ich will es behalten. Schon allein wegen dem Devil-Deal. Schon allein deswegen. Ich brauche das Buch.
Und wenn ich das schon von Anfang an habe, dann will ich das auch gern behalten. Oh nee, ich werde hier gerade voll eingesperrt. Geht weg von mir. Okay, haben wir gut überstanden. Oh, da hat er sich in eine Superform verwandelt. Oh Gott. Okay, war nicht weiter tragisch. Ach, das ist schön. Das ist aber auch assig, wenn man dann denkt, ja. Also wenn man genau noch eine Bombe braucht, dann freut man sich so, ja, endlich eine. Oh. Endlich eine Bombe und dann ist das einfach eine Treubombe und dann verarscht sie sich einfach. Oder ist man doch trauriger als vorher. Okay, wir haben aber den Spider-Bite. Das finde ich eigentlich recht nett, auch wenn er uns jetzt deswegen getroffen hat. Aber dadurch können wir wenigstens die Gegner ein bisschen slowen. Oh, wow. Oder wir sterben einfach. Oh, shit. Viel zu viele Leben schon wieder verloren. Das geht ganz schnell. Das ist echt krass. Und doof. Aber auch cool. Aber auch doof. Wie weit sind wir eigentlich letztes Mal gekommen? Haben wir da Mutter besiegt? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Bin mir nicht sicher. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir diesmal irgendwie was freischalten könnten. So, super Geheimraum. Wieso haben wir den jetzt gesehen? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir können auf jeden Fall in den Challenge-Raum rein. Die graue Kiste ist. Das heißt, das wird sich nicht lohnen. Da werden sowas von blöde Gegner drin spawnen. Auf die habe ich dann ehrlich gesagt keine Lust. Stattdessen besiegen wir lieber dieses komische Fleisch. Und diese komische Superversion, die 3 Schüsse auf einmal machen kann, wie es scheint. So. Oh nein, die werden alle weiß. Es werden alle zur Superversion, wenn wir sie angreifen. Oh Gott. So. Yo. Die wird doch sowas von eine riesen Explosion haben. Die große Weiße da. Oh Gott, okay. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, die zu töten. Wir machen erstmal die anderen. Oh Gott, nee. Die wird so eine große Explosion haben. Wir müssen richtig weit weg von der stehen. Oh ja. Okay. Ich glaube, wenn man die in der Mitte tötet, dann wird man überall getroffen, egal wo man steht. Oh yeah, 2 Fliegen. Die werden uns sehr gut helfen. Die werden auf jeden Fall Projektile abfangen können. Das ist auch was sehr Schönes. Wir bräuchten mal ein Trinket. Über ein Trinket wäre ich sehr glücklich, wenn ich ehrlich bin. Und wir könnten tatsächlich mal hier reingehen. Das ist ja egal. Wir haben da oben ja noch ganz viele blaue Herzen und wir kriegen Sacrificial Heart. Nee, Sacred Heart heißt das. Okay. Das ist geil. Homing Bombs und Damage Up. Das ist eines der besten Items, die man überhaupt in diesem Spiel haben kann. Geil, wir werden selber zur Eternal Edition. Yay, wir haben schon weiße Augen. So langsam verwandeln wir uns. Verwandlung. Wieso ist hier... Ah, es ist das alte Isaac. Wieso mache ich das überhaupt auf? Brauchen wir gar nicht. Es ist das alte Isaac. Da bleiben die Geheimräume noch nicht offen. Ganz vergessen. Okay, aber wir haben bisher Glück, dass wir noch keine... Ah, wir greifen auch ein bisschen langsamer an. Aber dafür machen wir mehr Schaden und dann Homing Shots. Das ist alles okay. Wir hatten Glück, dass wir bisher noch keine Special Edition an Boss hatten. Dass das alles normale Bosse sind. Habe ich aber ehrlich gesagt auch nichts dagegen. Ah, die schießen auch nicht so weit, wenn man sie slowt. Genau. Ah, wie geil. Sacred Heart ist quasi wie so ein Polyphemus. Nur noch besser. Wir kriegen unseren ersten Cube of Meat. Okay. So, wundert mich gerade, dass wir keinen Devil Deal bekommen haben, aber okay. Egal. Läuft bisher eigentlich ganz gut, auch wenn wir nur 5 Leben haben und die ziemlich schnell weg sein können. Okay. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich meine, wir haben Sacred Heart. Wer will uns jetzt noch aufhalten? Und zu denen haben wir 3 Sachen, die um uns rumfliegen. Hilfe! Ja, okay, das war klar, dass er uns trifft. Wir könnten natürlich auch mit unserem Cube of Meat so ein bisschen arbeiten. Um ein bisschen Schaden zumindest zu machen. Oh Gott, da hat uns unsere Fliege eben gerettet. Okay, bloß keine Leben verlieren, dann ist alles okay. So, aber eigentlich ist unsere Item-Kombo bisher recht gut. Mit diesem Slow-Effekt und dann sind die so groß und haben Homing-Shots. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist leider nur eine Arcade. Haben wir hier vielleicht eine rote Kiste? Nein. Dann werde ich das auch nicht machen. Für eine rote Kiste ja, für alles andere nicht. Den Gabi zu werden, wäre nochmal was Gutes. Das mache ich auch nicht. Könnten wir vielleicht in die Luft sprengen. Ich habe vergessen, dass wir da nicht nochmal reinkommen. Das muss ich mir auch nochmal wieder angewöhnen. Oh nee, sei doch nicht immer so schnell. Gut, also was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall noch ein Speed-Up. Sonst ist mir das hier alles viel zu knapp. Vor allem bei so schnellen Gegnern. So, wäre mal schön, wenn einer sterben würde. Danke. Bin ich wieder gegengelaufen, weil ich doof bin.
Oh nein. Und die ziehen halt auch immer ein ganzes Leben ab. Schon ein bisschen dreist von euch, oder? Findet ihr nicht? So, gib das mal her. Drei Leben nur. Viel zu wenig. Wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte gern mehr Leben. Hätte ich nichts gegen. Hätten wir mal die Gabi Power mitgenommen, dann hätten wir jetzt ein paar mehr Leben. Und ein zweites Gabi-Item hätten wir dann erst recht. Okay. So. Der ist tot. Okay, finde ich gut, dass die Superversion wenigstens keine anderen Superversionen mehr droppt. Aber es ist schon anders, dass sie überhaupt so komisches Zeug droppt. Ja, egal. So, okay, wir gucken in den Shop rein. Kriegen... Oh. Ein ziemlich gutes Item. Ein ziemlich gutes Item. Aber ich glaube, ich behalte meine Stärke, oder? Ah, dadurch würden wir halt blaue Herzen bekommen. Und zusätzlich... die Chance auf den zweiten Cube of Meat. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Arg, arg, arg. Wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal zurückgehen, weil wir noch den goldenen Raum brauchen. Da bin ich wieder richtig blöd getroffen worden, da auch schon wieder. Was ist hier los? So, wenn du bitte sterben könntest, dann wäre das schon mal alles viel einfacher, danke. So, dann du. Wie die halt alle nicht sterben. Stirb gefälligst. Und du auch. Und du hast recht. Du bist der Schlimmste von allen. Ich hasse dich. Könnt ihr die mir bitte ein Herzchen droppen? Wäre ganz schön. Die sind doof, ne? Wieso droppen die keine Herzchen? Ah, Entschuldigung. Gesundheit, danke. So. Dann kommen wir her. Aber die sahen so aus, als wenn sie mal irgendwas droppen können. Okay, ich setze das Buch ein. Sonst ist mir das hier zu knapp. Stirb schon. Stirb schneller. Oh Gott. Ah nein. Ein Hit noch und wir sind weg. Ein Hit noch. Ich hätte auch erstmal den Rechten töten müssen. Oh shit. Oh shit. Und dann kriegen wir nur so ein Bullshit-Buch. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Arcade gehen. Da führt nichts dran vorbei, wie es scheint. Toll. Nein, ich will jetzt nicht so blöd wieder sterben. Ach, komm schon. Geheimraum waren wir. Wir waren noch nicht im Supergeheimraum. Vorhin wurde allerdings angezeigt, warum auch immer. Na gut, wir schauen erstmal in den Arcade rein und gucken, was wir hier so Schönes haben. Ein paar Herzchen wären ganz schön. Danke. Du vielleicht auch? Nee, du gibst uns nur eine blöde Fliege. So, da habe ich ein Herz gesehen, das kannst du mir gerne geben. So ein Bastard. Das dauert hier alles so lange. Das haben sie echt besser gemacht beim neuen Isaac. Okay, $1. Dann können wir hier erstmal ein bisschen spielen. Das wäre toll. Wer wäre denn hier spielen? Ganz lange. Vielleicht gibt er uns ganz viele rote Herzen. Und dann könnten wir eventuell ganz viel an dieser Blut-Donation-Maschine spenden. Und dann gibt die uns vielleicht einen Lebensupgrade. Das wäre noch ganz schön. Das wäre das Beste, was uns jetzt passieren könnte, auf jeden Fall. Oder er gibt uns Getowl. Das wäre auch noch was Gutes. Dann wären die Fliegen nämlich nicht mehr so nervig. Zumindest. So. Okay, dann werde ich mir aber gleich auf jeden Fall nochmal Book of Revelations kaufen. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann zumindest ein blaues Herz mehr haben. Auch wenn das dann 15 Münzen kostet, aber das gehe ich gerne ein. Wir müssen eigentlich gleich noch ein paar Räume machen. Haben wir denn noch genug? Ja, wir haben noch genug Räume. Damit unser Buch voll ist. So, Batterien gibt es ja in diesem Isaac, glaube ich, noch nicht. Komm schon, gib mir tolles Zeug. Wie stark sind wir eigentlich gerade? 4 Striche. Okay, das geht ja sogar. So. Da, gib mir Skatol. Gib her. Ah, du Arsch. Dann mach da einen erstmal heiß und dann gibt da einen das nicht.
Naja, dafür gibt es uns jetzt mehr anderes Zeug. Ist auch okay. Wir haben eh genug Geld. Also Skatol sollten wir auf jeden Fall bekommen. Denke ich mal, früher oder später. So. Ansonsten wird er uns hier voll abziehen. Und das wäre nicht nett. Na komm, zeig mir Skatol. Wenn uns das nächste Mal Skatol zeigt, dann ist die Chance sehr hoch, dass wir es bekommen. Komm. Ich weiß, wer ist Skatol. Gib mir Skatol. Ja, da. Werden wir jetzt bekommen, höchstwahrscheinlich. Nein! Was? Du Blödkopf. Das dauert hier viel zu lang. Gib mir Skatol. Ja, okay, Herzen sind auch okay. Am besten blaue. Ja gut, wie viele Fliegen hast du da noch unter? Anscheinend ein paar. Wo ist eigentlich meine dritte Fliege? Hä? Ich hatte doch eine Zweierfliege eingesammelt. Meine dritte Fliege ist schon wieder weg. Das backt irgendwie in diesem Spiel richtig rum. Das hatte ich nämlich beim letzten Mal, glaube ich, auch. Da hatte ich auch drei Sachen um mich rumfliegen. Und nach einer Ebene war das dann weg. Oh, das ist wegen der Hard Mode. Dass in jeder Ebene eine Fliege weggeht. Kann das sein? Das wäre hart assig, aber okay. Kann aber wirklich sein. Müsste man mal beobachten. Oh, das ist halt wirklich ein Bug. Das weiß ich natürlich nicht. Jetzt gib mir doch endlich Skatol, du Bastard. Ah! Oh mein Gott. Nee! Meine Fliegen sterben gegen andere Fliegen, oder was? Wow. Seit wann das denn? Ich habe meine beiden Fliegen verloren. Geil. Also mit den Fliegen darf man nicht gegen andere Fliegen gegenkommen, sonst verschwinden die. Alles klar. Verstanden. Das heißt, diese Fliegen, die um einen rumfliegen, die schwarzen, die sind echt nur dafür da, um Projektile abzufangen. Und nicht irgendwelche blöden Fliegen. Toll. Das hätte mir mal jemand früher sagen können. Das heißt, dieses eine Fliegen-Item hat mir jetzt gar nichts mehr gebracht. Cool. Komm schon. Ich will doch nur Skatol haben. Okay, wir machen noch bis 50 und wenn er uns bis dahin nicht Skatol gegeben hat, dann ist mir das auch egal. Wow. Gleich beim ersten Versuch, okay. Blöden Fliegen. Komm schon, du willst mir Skatol geben. Ich weiß, dass du mir Skatol geben willst. Ich meine, du hast es mir schon zweimal gezeigt und alle guten Dinge sind drei. Und ich weiß, ich habe eben gesagt bis 50, aber ich will dieses blöde Skatol jetzt haben. Gib's mir doch endlich. Ah, Gott. Okay, bis 45, dann ist echt Schluss. Aber eigentlich ein Unding, was er hier gerade macht. Ja, egal. Tschüss. So ein Blödmann. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal noch die anderen Räume kurz machen, damit wir unser Buch ein bisschen aufladen. Und jetzt haben wir die Folge richtig gestreckt durch diese blöde Arcade. Aber wir haben dann... Oha. Wir haben einen Lebensupgrade dazu bekommen und wir haben unsere Fliegen jetzt wieder. Heißt das, sie können pro Raum einfach nur ein paar Dinger abwehren oder wie? Auf jeden Fall haben wir sie jetzt wieder. Okay, da bin ich wieder glücklich. Dann ist alles okay. Gut, wir haben unsere Fliegen wieder. Aber wann verschwinden die denn dann? Nur gegen ein paar Fliegen? Oder wenn sie allgemein getroffen werden? Das weiß ich natürlich nicht. Aber sie verschwinden ab und zu. So. Ach, schon wieder fertig? Oh Gott. Wieso gehe ich dann hier rein? Nee, tschüss.
Da war eine Bombe, die brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben genug Bomben und auch genug Schüsse, wir haben eigentlich alles genug. Aber was ich noch tun werde, ist einmal das hier zu kaufen und auch einmal einzusetzen. Für ein blaues Herz, das lohnt sich bestimmt. So, können wir die Bad-Gas-Pille noch mitnehmen. Und dann können wir jetzt endlich zum Boss gehen. Easy. Hallo. Oh, warum? Warum? Einfach warum? Hier. Fühlt euch angefurzt. Hallo Trollbombe. Und hallo Superversion von Gertie. Jo. Das war ja sowas von klar. Was kann die? Ich weiß es nicht. Jo, okay. Gut, dass wir unsere Fliegen haben. Das heißt, er sollte uns eigentlich gar nicht mal so doll treffen können. Ach, doch keiner. Okay. Ja, was soll ich machen? Ich müsste vielleicht versuchen, ihn die ganze Zeit zu slowen. Oder hoffen, dass meine Fliegen halt so genau stehen, dass er uns nicht trifft. Dass sie halt alles abfangen. Wenn ich ihn slow, dann trifft er uns erst recht nicht. Das ist natürlich schön. Okay, bisher passt das sogar ganz gut. Okay, die Fliege da oben nervt mich gerade ein bisschen. Ja, die nervt mich ein bisschen sehr doll. Oh Gott, wenn der mich jetzt trifft. Danke. Noch ein. Oh yeah, Super Bandage. Super Bandage. Schon wieder kein Devil Room. Was ist denn hier los? Ist die Frage, wollen wir jetzt echt das Buch behalten? Wir kriegen nämlich keine Devil Rooms. Ja, wir hätten dann natürlich ein bisschen weniger Schaden. Und müssten dann die. Ich weiß es nicht. Dann dauern die Bosse halt auch länger. Wir könnten ein bisschen. Das ist eigentlich irrelevant, oder? Was wir machen. Ob wir jetzt ein bisschen stärker sind bei einem Boss, damit wir den schneller töten. Oder ob wir da ein paar mehr Leben haben und dafür länger brauchen, um ihn zu töten. Ich nehme das. Ich behalte mein Buch. Das Buch gehört zu Judas dazu. So. Okay. Nur so einen Müll brauchen wir nicht. Oh nein. Sind die nicht auch anders, dass sie sich inzwischen teleportieren können? Diese Herzchen? War das nicht so? Oder war das nur die Superversion, die sich teleportieren konnte? Wahrscheinlich. Ich habe übrigens gerade Hunger. Kann mir mal jemand was zuschicken? Wäre echt nett. Oh, yo, eine Riesenspinne. Okay, hi, Riesenspinne. Hallo. Okay. Sieht ja richtig krass aus. Was ist das für ein Viech? Jo, okay. Ja, okay. Das war eine Spinnmutti war das. Kennt ihr diese eine Spinne, die sich einfach unter der Haut einnistet? Also die legt ihre Eier in der Haut von Menschen oder Lebewesen allgemein ab. Und irgendwann wird dann diese Beule so richtig groß und dann laufen da alle möglichen Spinnen raus. Das stelle ich mir widerlich vor. Hast du erstmal so eine Beule die ganze Zeit am Arm und irgendwann platzt das Ding. Und dann kommen da ganz viele Spinnen raus. Aus deiner eigenen Haut. Wie eklig ist das denn? Bäh. Stelle ich mir nicht so nett vor. So, guck mal, ich habe schon wieder eine Fliege verloren. Und weiß nicht woran. So. Dann du noch weg. Komm schon, lass dich treffen. Sei aber nicht so. Danke. Oh, eine Treuerwaffe. Toll. So, da ist nichts. Da unten ist auch nichts. Ja, wir müssen nochmal zurück. So blöd es auch klingt, aber ich möchte den goldenen Raum haben natürlich, bevor ich zum Boss gehe. Oh, nee. Okay, die goldene Version. Die goldene Version vor allem. Die weiße Version, die Turtle Edition. Macht halt so eine komische Spur dahin, wenn sie schießt. Auch nicht schlecht. So. Okay, wir haben aber recht viele Leben, Bots of Steel. Sehr geil. Und wieder sowas. Ah, nein. Bitte sterbt einfach alle. Dankeschön. So. Muss ich hier echt ein bisschen konzentrieren. Oh Gott, diese ganzen Dinger. Und ich denke einfach mal, wir werden jetzt auf jeden Fall eine Eternal Edition bekommen als Boss. Denn bisher hatten wir einfach viel zu viel Glück mit diesen ganzen Eternal Editions. Also, dass unsere Bosse gar keine... Nee, eben war ja schon eine. Wir hatten schon eine. Okay, dann muss das vielleicht jetzt doch nicht so sein. Stimmt, Gertie war ja eine Eternal Edition. Hallo, Greed. Hi, da. Wie geht's dir so? Hallo, da. Alles gut bei dir? So, mich würde gleich mal nur interessieren, ob unser Buch jedes Mal zwei Aufladungen bekommt, wenn wir einen Raum fertig haben.
Weil in der letzten Ebene hat sich das ein bisschen zu schnell gefüllt, meines Erachtens. So, ein bisschen Geld, warum nicht? Okay. Okay, okay, okay. Wir sehen doch wunderschön aus. Wir dürsten nach Blut auf jeden Fall. So, und der Geheimraum müsste ja dann eigentlich zu sehen sein, wenn wir hier hingehen. Nicht der Geheimraum, der goldene Raum. Ja. Oh Gott, ja gut. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Es gibt weiße Fliegen? Was? Okay, auch interessant, egal. Hi. Oh ja, Freeze-Effekt nehme ich immer. Nehme ich lieber gerne mit. So, Freeze-Effekt ist toll. Wie oft kommt das? Kommt das häufig? Kriegt unsere Träne überhaupt eine andere Farbe dadurch? Eigentlich ja schon. Eigentlich wird die so rötlich. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Sekretar auch rötlich wird. Möglich, dass das nicht so ist. Ich mag den Raub hier nicht. Das ist ein böser Raub, ist das. Der zwar nicht trifft, aber trotzdem ist er böse. Oh, ein Schlüssel, den liebe ich. Und Hallihallöchen. Bisschen. Sogar eine normale Version. Sehr schön. Widow ohne normale Version ist nämlich blöd. Und anscheinend bleiben unsere Tränen weiß, egal ob wir den Freeze-Effekt haben oder nicht. Auch gut zu wissen. Au. Was ganz schön wäre, wäre eigentlich, wenn wir diesmal zumindest wieder einen Devil Deal bekommen. Und dafür dürfen wir uns nicht treffen lassen. Ich habe mich treffen lassen. Aber wir kriegen einen Angel Deal. Okay. Okay, okay. Nehme ich auch gerne mit. Die Prayer Card. Boah. Zumindest ein Leben mehr. Ist okay. Gibt Schlimmeres. So. Marm-Ebene, wenn ich das richtig sehe. Und wir kriegen anscheinend pro Raum 2 Aufladungen für unser Buch. Das heißt, wir können es alle 3 Räume einsetzen. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. So. Komm mal her, da hast du deine Bombe. Wieso nimmst du deine Bombe nicht? Ich hasse diese Maden. Pum. Okay, das hat schon lange gedauert, weil er noch diesen Freeze-Effekt hatte. Oh, unser erster blauer Stein. Oh, das freut mich. Endlich mal blauer Stein. Oh, toll. So. Okay, aber wir haben unser Leben sieht auf jeden Fall viel besser aus als beim letzten Mal. Das ist nur die Frage, wo der goldene Raum ist. Der ist entweder hier links. Nee, da ist wieder nur so ein Müll. Brauchen wir nicht. Dann sprengen wir mich mal wieder raus. Hier haben wir nichts verloren. Da brauchen wir nichts. Ich hoffe nur, ich nehme das auch gerade auf. Und da, okay, den Shop, den will ich schon haben. Vor allem, weil wir so viel Geld haben. So, wir werden hier wahrscheinlich noch ein Leben verlieren. Aber egal, für den Job mache ich das gern. So, hier, komm, stirb mal bitte. Stirb halt nicht, ich habe dich gefreezed. Oh, okay. Das ging besser als erwartet. Was kriegen wir denn hier? Ein blaues Herz. Okay, hat sich zumindest schon mal gelohnt. Das brauchen wir nicht. Mom's Pearls brauchen wir auch nicht. Wir haben sowieso noch... Doch, wir haben ja schon Trinket. Mom's Pearl haben wir jetzt Trinket. Ja gut, dann können wir auch Mom's Pearls holen. Hey, Mom's Pearl müsste uns doch eigentlich ein paar Mal öfters hier blaue Herzen geben, oder nicht? War das nicht Mom's Pearl? Mom's Pearl hat doch alle 5 Räume oder so ein blaues Herz gegeben eigentlich. Ziemlich komisch. Oh Gott, ich hasse die. Ich hasse diese Dinger. Das Blöde ist, ich will hier nicht nochmal rein. Und deswegen muss ich den Raum leider nochmal machen, weil ich glaube, der goldene Raum ist rechts. Oh Gott. So, komm schon her. Nein, nicht so, nicht so, nicht so. Aua, das tut doch weh. Ah, da bist du gefreezed. Ach Gott. Wehe, da ist jetzt nicht der goldene Raum. Okay, irgendwie habe ich hier gerade auch ein paar FPS-Drops. Aber das ist ja normal für das alte Isaac. Au. So, vielleicht eine Joker-Karte. Ne, Tour of Hearts, okay, auch sehr gut. Das kommt sogar ziemlich gelegen, vor allem wenn wir so viele rote Herzen haben. Ist das eigentlich recht gut. So, ja, ja, schießt du mal. Schießt du auch mal. Schießt einfach die ganze Zeit, ist mir egal. So. Hörkidoki, ehrlich bin ich. So, goldener Raum. Der könnte natürlich auch da links noch sein. Ne, kann er nicht. Dann ist er da hier links wahrscheinlich.
Also hier ein weiter runter und dann links. Muss er eigentlich sein. Yep. Oh nein, Engel. Wieso sind hier schon Engel? Hallo? Nur weil ich Aua, Angel die angenommen hat oder was? Hat auch mir weh zu tun. Ich will nicht. Nein. Au. Und anscheinend fangen diese Fliegen tatsächlich nur ein Projektil ab oder was? Zumindest sind die Fliegen schon wieder weg. Oder wir gehen zu nah an die Gegner ran und deswegen verschwinden die. Oh Gott, immer. Ich verliere gerade viel zu viele Leben. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, Pieper. Finde ich gut. Gib mal her. Und ich glaube, ich muss... Ja, komm, ich setz ein. Bevor wir gleich nochmal zu viele Leben verlieren. Hey, jetzt komme ich schon voll die Assi-Gegner. Was ist los? Was ist hier los? Was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Und wir sind immer noch viel zu langsam für dieses Spiel. Naja. Kann aber nichts machen. So. Ich glaube, ich wäre sogar schon zufrieden, wenn wir Mom jetzt hier besiegen. Moms Fuß. Oh Gott, das wird knapp. Oh, da ist auch noch eine Super Edition. Nee, was machst du denn hier? Ihr seid eklig. Geht weg von mir. Okay, einfach auf Abstand bleiben, dann ist alles okay. Ah, habe ich mein Leben verloren. Yay. Ganz schön pro. Trollololololol. Und hallo Mutti. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Bei der konnte man sich ja hier links hinstellen. Oder die haben das gefixt. Ich hoffe mal nicht. Ah, sieht nicht so aus, aber die spawnt anscheinend auch blöde Gegner. Oh Gott. Oh Gott, wo soll ich hin? Wo soll ich nur hin? Ja, töt mal alle Gegner, warte. Solange sie keine Gegner... Ach, die schießt auch noch, wenn sie hier rauskommt. Okay, interessant, Mutti. Interessant. Eternal Mom! Juhu! Yay! 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 Ja! Ich habe meine erste Errungenschaft. Ich bin weitergekommen als letztes Mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich freue mich. Okay. Okay. Doch, ist gut. Ist cool. Ist wirklich gut. Geilo. Ich habe mal irgendwas hinbekommen in dieser Mod. Beziehungsweise ist das ja gar keine Mod, aber in diesem Spiel... Meine erste Errungenschaft in der neuen DLC. Geilo. Ja doch, lief schon mal viel besser als letztes Mal. Gut, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also wir haben auf jeden Fall jetzt noch einen Polaroid dabei. Das heißt, wenn wir Glück haben, kommen wir sogar bis zum Blue Baby. Aber ich glaube mal, das Blue Baby werde ich nicht besiegen. Nicht mit dem Equipment, das wir gerade haben. Aber wer weiß, wir schauen einfach mal. Die hätte ich besser setzen können. Obwohl, nee, hat sogar gelangt. Sehr cool. Was haben wir denn hier Schönes? Nee. Aber wir könnten natürlich hier ein paar Räume auslassen. So, da würden wir zwei Leben verlieren, wenn wir da reingehen. Das heißt, das lassen wir mal lieber. Goldene Räume gibt es hier unten ja nicht mehr. So. Dich besiegen wir mit dem Cube of Meat. Wenn wir den schon haben. Zack. Und zack. Okay. Oha. Aber diese Homing-Shots helfen uns doch schon recht gut. Aua, Mann, du Blödkopf. Jetzt habe ich dich auch noch geslowt. Jetzt gehst du erst recht nicht mehr auf, oder? Hallo? Hallo, möchtest du vielleicht einmal aufgehen? Okay, ich gucke auch nicht hin. So. Okay, aber unseren Leben geht's eigentlich noch recht gut. Noch. Aber wir wissen ja, das kann sich schnell ändern. So, was mache ich jetzt mit dem? Ich glaube, den schicke ich einfach mal in den Pieper rein. So gut es eben geht. Jo. Okay. Gut. Hallo Boss, bitte keine Eternal Edition. Nope, danke. So, der sollte eigentlich kein Problem sein. Der hat am Anfang viele Leben, aber der teilt sich ja recht schnell auf. Aber ich glaube, aus dem kommen die... Nee, okay, nur Spinnen. Ich dachte schon, aus dem kommen diese Explosionsdinger raus. Aber wenn da nur Spinnen rauskommen, dann ist das sogar noch besser. Gut, dann sollte da eigentlich wirklich kein Problem sein. So, der kesselt einen so komisch ein. Okay, kriegen sogar ein Herz. Nice. Vielleicht noch ein Devil Deal? Jupp, geil. Nehme ich auch mit. Und mal irgendwas Gutes. Yo, einfach einen...
goldener Krampus. Ein goldener, vor allem ein weißer Krampus, meine ich natürlich. Oha. Ach, er ist gefrozen. Er ist gefriest. Töte ihn, wenn er gefriest ist. Er ist schon wieder gefriest, aber das ist cool. Okay, dieses Freeze-Ding ist gut. So. Komm, wir freezen ihn und er ist geslowed. Also eigentlich kann er nichts machen. Das ist voll die gute Kombo eigentlich, dieser Freeze- und Slow-Effekt. Kriegen noch die Kohle, die macht uns wenigstens ein bisschen stärker. Und noch ein Lebensupgrade. Okay, wir haben zumindest volle Leben. Zumindest, wenn wir noch ein paar rote Herzen finden. Geilo, 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 geilo. Vielleicht schaffen wir sogar Mutters Herz. Wäre ja ganz cool. Hier noch ein bisschen Geld. Bringt uns leider nicht allzu viel. Schade, dass man diese Stachelräume nicht rein kann. Hä? Ja, echt schade. Wieso ist da... Hab ich das gesehen? Einfach im Geheimraum sind auch Stacheln drin. Das ist natürlich eher nicht so nett. Hier, stirb mal bitte, bevor du irgendwas Böses machst. Ich weiß nämlich leider nicht, was du machst. Und ich habe Angst vor Dingen, die, wo ich nicht weiß, was sie machen. Der teilt sich doch garantiert auf, oder? Ich meine, der macht gerade nichts. Und Sachen, die nichts machen. Okay. Hä? Was hat das denn für eine Super Edition? Okay, dafür hätte ich mein Buch nicht einsetzen müssen. Ah, ich war gerade nicht an der Tastatur. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee, keine Lust. Kann man sich hier raussprengen? Ich hoffe doch. Yep. Okay, den Kohleneffekt sieht man auch nicht. Aber die Kugeln sollten eigentlich ein bisschen größer werden. Und das Gute ist, wir haben ja diesen... Also die fliegen relativ langsam. Und das heißt, sie werden auch weiter... weiter fliegen. Das heißt, sie werden auch viel größer. Weil umso weiter sie fliegen mit der Kohle, umso stärker werden sie ja. Und wenn sie halt langsam fliegen, dann fliegen sie ja trotzdem weiter. Also umso länger sie in der Luft fliegen, umso stärker werden die. So rum ist das richtig. So. Ihr schießt ganz schön große Dinger dafür, dass ihr so klein seid. So, wir scheinen aber relativ stark zu sein. Finde ich gut. Okay, hallo. Hallo, It Lives. Hi. Oh, ja, toll. Die Special Edition von It Lives. Ja, das freut mich aber. Freuen, weil ich... Die bewegt sich! Was, die bewegt sich? Wieso bewegt die sich? Hör auf, dich zu bewegen. Das ist ja überhaupt nicht nett. Oh Gott. Okay, wir können sie aber slowen. Das ist gut. Können wir sie auch freezen? Und die spawnt halt auch nur Special Editions. Okay, aber die hat eigentlich gar nicht so viele Leben. Und wir können sie freezen. Okay. Dann ist ja alles gut. Jo, okay. Spawn halt noch assigere Sachen. Au. Na, wenn wir Glück haben, schaffen wir die sogar. Wir slowen sie, wir freezen die auf jeden Fall die ganze Zeit aus irgendeinem Grund. Hälfte ist schon mal weg. Aber Hälfte unserer Leben auch. Oder bewegt die sich allgemein manchmal nicht? Ne, wir freezen sie wirklich, oder? Ich glaube, wir freezen die. Solange die keinen Laser macht oder sowas, ist alles gut. Konnte die überhaupt schon Laser machen? In diesem Laser-Eck? Ich glaube nicht, oder? Okay, ja, haben wir geschafft. Nice, Eternal Heart. Hallo, Eternal Heart. Und noch ein Lebensupgrade mehr. Oh, die haben die Anzeige verbessert. Dass das weiter... Oh, geil. Okay, das weiß ich auch noch nicht. Das ist ja ganz cool. Das ist ganz cool, soweit, ja. Geilo, ich schaffe ja richtig viel heute. Bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich. So. Schade. Aber in den anderen Raum werde ich nicht reingehen. Auf keinen Fall. So, aber wir gehen mal zum Blue Baby. Beziehungsweise erstmal zu Isaac. So, Isaac, dann mal gucken. Nope. Ja, bitte einmal sterben. Okay. Yes! Smallwalk! Okay, nochmal ein Damage-Up. Geil. Das finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Da ist wieder nur so ein blödes Ding. Das bringt uns nichts. Das nehmen wir mit. Ja. Wir brauchen ein paar rote Herzen. Und irgendwie hat Mums Pearl nicht wirklich was gebracht. Wie es mir scheint. Auf jeden Fall haben wir nicht wirklich blaue Herzen bekommen. Obwohl wir die eigentlich dadurch bekommen hätten sollen. Und mit Child's Heart werden auf jeden Fall viel mehr rote Herzen gedroppt. Ich glaube, das Herz, das wir eben bekommen haben, kam auch schon von dem Child's Heart. Von daher, das ist recht nice. Unser Schaden ist auch recht hoch, vor allem jetzt wegen dem Smallwalk.
geil, wir können mal nachgucken. Ja, unser Schaden ist voll. Ja gut. Und wir sind auch gleich schon beim Boss. Geil. Also wenn wir jetzt nochmal ein Leben irgendwie bekommen könnten, wäre das ganz cool. Und ich glaube, wir heilen uns sogar immer doppelt, oder? Wegen der Bandage, diesem Pflaster, das wir vorhin eingesammelt hatten. Oder ist das nicht so? Kann auch sein, dass das nicht so ist. Pam, gucken wir mal. Ne, wir heilen uns mal einfach, aber immerhin. Gut, wir haben 2, 4, 6, 8 Leben. Mit 8 Leben sollte man ja wohl Isaac besiegen können, oder? Komm, wir versuchen es einfach mal. Hallo Isaac, ich bin Judas, hi. Da bin ich mal gespannt. Das ist auch die Eternal Edition. Ich glaube, diese ganzen Final Bosses sind die Eternal Editions. Der kann sich porten. Okay. Okay, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich habe aber ein paar Fliegen, also kannst du mir gar nichts. So, und er verliert relativ schnell Leben. Und ich glaube, der hat nur eine Version, oder? Genau, beim alten Isaac war das noch so, dass der nicht fliegen konnte und so. Der hatte keine drei Versionen. Oder doch? Ne, ich glaube, der saß nur die ganze Zeit blöd rum. Und hat geheult. Na gut, dann denke ich mal, das wird gar nicht mehr so schwer. Nein, er hat eine zweite Version. Okay, aber ich vergessen. Konnte er auch noch fliegen? Ich glaube, dann konnte er auch noch fliegen. Dann konnte er alles. Aber ich glaube, er hat nicht diese Laser von oben gemacht. Wie beim neuen Isaac. So. Okay, gleich ist schon mal drei Viertel seiner Leben weg. Ah, gleich spawnt er halt seine Sachen. Okay, er hat doch die Dinger gemacht. Okay, er hat einfach alles gemacht. Okay, ja, gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du bist ja stärker als erwartet. Ah, nee. Ich darf hier nicht so viele Leben verlieren. Ich will eigentlich noch in die Chest. Das Gute ist, wir one-hitten die Engel, wie es scheint. Das ist recht nice. Ah, Gott. Jetzt verlieren wir gerade ein paar zu viele Leben. Da haben wir ihn geslowt und wir kriegen Eternal Isaac. Geil. Geil. Einfach nur geil. Geil, geil, geil. Gehen wir rein. Eternal Life. Wir haben 4 Sachen bisher schon freigeschalten. Finde ich richtig gut. Noch ein Damage-Up. Ne, das ist kein Damage-Up. Brauchen wir nicht. Da kommen Herzen raus. Wie nett ist das denn? Und der Gigi Longlegs. Das wird auch nochmal sehr gut sein. Okay. Schauen wir mal. Die Chancen stehen gut, dass wir sogar auch noch das Blue Baby besiegen. Wäre ja geil. Wie groß unsere Tränen einfach sind. Guckt euch das an, wie geil das ist. Und wir können fliegen. Wieso können wir fliegen? Wegen Eternal Life? Wir können fliegen. Okay, es bringt uns hier nichts mehr, aber wir können trotzdem fliegen. Ist doch cool. Ich mag es zu fliegen. So, Daddy Longleg wird uns auf jeden Fall auch noch sehr gut helfen, weil er auch gut Schaden macht. So, und ich glaube, Daddy Longleg macht sogar mehr Schaden, umso mehr Schaden man selber hat. Und da wir sehr guten Schaden haben, wird der auch sehr guten Schaden haben. So. Los, schalt hart. Gib mir ein paar Herzen. Yes, danke. Geil, Uhr. Okay, erstmal Lust besiegen. Au. Erstmal die Lust besiegen. Die Lust ist böse, die ist nämlich viel zu schnell für uns. Ah nein, jetzt verlieren wir hier viele Leben. Ich glaub's ja nicht. Okay, die Lust ist tot. Der Rest sollte kein Problem sein eigentlich. So. Okay, kein Herz, aber wir haben noch genügend bisher. Okay, hier werde ich das mal einsetzen. Ey, wir haben auch einen Daddy Longlegs. Wieso greift uns jetzt doch an? Daddy, weißt du nicht, auf welcher Seite du bist? Ich dachte, wir sind Kompan. So. Oh, ein Eternal Heart bringt uns zwar nichts mehr, aber können wir trotzdem mitnehmen. Vielleicht ein rotes Herz? Nee, Sister Maggie, aber noch ein Ding, das mitschießt. Oha. Die kann man auslohnen? Okay, cool. So, finde ich richtig gut, dass wir so viel Schaden haben. Also die Chancen stehen sehr, 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 sehr gut gerade, dass wir auch das Blue Baby schaffen. Und dann wäre ich echt glücklich, weil dann haben wir schon mal die erste Hälfte geschafft. Dann müsste ich nur noch die andere Hälfte da schaffen. Oh, noch ein Herz, sehr schön. Und dann hätte ich schon die ganzen 9 Errungenschaften. Oh Gott, was kann der? Was kann Gluten-Toni? Was kann Gluten-Toni? Wir müssen erstmal die Lust besiegen. Die Lust ist böse. Die Lust ist böse. Gott. Ah, Faulheit, geh weg. So, Gluten-Toni kann anscheinend gar nichts. Okay, sehr interessant. Wir kriegen aber einen Lebenssackgurt mehr. Yay, noch eins. So, was haben wir hier? Justice können wir auch mal einsetzen. Gibt uns nämlich wieder ein rotes Herz.
Puh, okay, dann. Hallo, Blue Baby. So, was kommt das Blue Baby denn? Das Blue Baby hat auf jeden Fall Fliegen gespawnt, das weiß ich. Das kann sich auch komisch teleportieren. Wir machen aber auf jeden Fall sehr guten Schaden. Dafür, dass es die Eternal Edition ist und der eigentlich mehr Leben hat. Schaut euch das an, wir machen richtig guten Schaden. Aber unsere Tränen sind auch mega groß irgendwie. Na doch, sieht sehr gut aus. Aber. Und das dann gleich im zweiten Versuch. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Oha, okay, 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 okay. Übertreib. Schießt halt noch mehr von den Dingern. Naja, solange wir ihn slowen, ist alles gut. Und ich glaube, selbst wenn er uns jetzt die ganze Zeit trifft, sollten wir ihn trotzdem töten. Oh ja, 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 okay. Weil wir einfach genug Schaden haben an sich. Ja, ist schon tot, okay. Eternal Blue auch noch freigeschalten. Ich glaub's da nicht. Und wir sind Eternal. Wir sind einfach der Eternal. Okay. Hatten sogar noch recht viele Leben. Gibt's jetzt eine neue... Nee, gibt's nicht. Okay, ist genau das alte. Vielleicht gäbe es jetzt ein neues Outro, aber nein. Ich hoffe wirklich, ich habe das aufgenommen. Ich hoffe, ich habe das Richtige aufgenommen. Denn bei Isaac ist das immer ein bisschen chaotisch, das Ganze aufzunehmen, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe nicht nachgeprüft, ob das geht. Oh, oh. Jetzt habe ich Angst. Ich habe Angst. Okay, aber das ist alles beim Alten. Ich kann es nicht wegklicken. Tut mir leid. The end. Das lief viel zu gut, meiner Meinung nach. Viel zu gut. Okay, aber dann würde ich sagen, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Dann, was weiß ich, wann ich das nochmal spielen werde, aber da werden wir dann auf jeden Fall den anderen Weg gehen, wenn wir dann das Negativ bekommen. Das haben wir jetzt nämlich nicht bekommen. Wir haben nur das Polaroid bekommen, warum auch immer. Vielleicht muss man erst den Polaroid-Weg gehen, damit man den Negativ-Weg gehen darf. Weiß ich nicht. Werden wir nächstes Mal sehen. Denn auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Hat eh keiner so weit geguckt, aber Dann auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.